heiße euch erstmal ganz herzlich willkommen zu unserer kleinen Protestkundgebung heute vor dem Deutschen Bundestag. Heute geht es ja darum, dass gleich drei Anträge im Deutschen Bundestag liegen zum TTIP und CETA, die darüber abstimmen werden, dass wir fordern, dass diese Freihandelsabkommen endlich gestoppt werden müssen. Im Namen der Bewegung möchte ich mich dabei sowohl bei Bündnis 90 Die Grünen als auch bei den Linken bedanken, dass sie diese Anträge eingebracht haben. Ich denke, unser gemeinsamer Widerstand, den wir in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, mit den Großdemonstrationen am 10. Oktober mit über 250.000 Menschen, in Hannover mit 90.000 Menschen, beispielsweise auch in München mit über 40.000 Menschen, haben Risse in die herrschenden TTIP-Befürwortenden gebracht. Wir merken, dass sowohl in der SPD als auch im konservativen Teil der CDU-CSU ganz, ganz langsam darüber nachgedacht wird, ob sie TTIP wirklich durchsetzen können. Das haben wir alle gemeinsam erreicht. Die Bewegung, die auf der Straße war, aber auch die parlamentarischen Fraktionen und die Parteien, die hinter ihnen stehen, die mit uns gemeinsam gekämpft haben. Deshalb schön, dass ihr da seid. Wir machen das jetzt so. Es gibt vier ganz kurze Reden, ganz gut aufgeteilt, zwei von den Linken, zwei von den Grünen, und ihr habt euch geeinigt, wer anfangen kann. Dann Toni, das war auch eine gute Entscheidung, als Naturfreunde-Mitglied ist natürlich der Toni der Erste, hast du das Wort.